kann ja nebenbei schon mal anfangen und kann mich bedanken für die freundliche Begrüßung. Und ich freue mich auch, heute Abend hier zu sein. Ich darf auch Grüße aus der Heimat mitbringen. Wenn sich meine Maus jetzt... Aha. Ja, die Maus bewegt sich nicht so. Nein, das nicht. Muss ich das mal kurz abschließen, kann das sein? Weil irgendwie sehe ich hier keine Maus auf meinem Bildschirm. Ja, aber ich sehe sie hier bei mir nicht, das ist das Problem. Hier rüber. Aus dem Bildschirm raus. Andere Seite, okay. Entschuldigung, dass ich mich jetzt hier anstelle wie das erste Auto. Ach ja, tatsächlich. Ja, okay. Also, obwohl ich noch nicht sehr alt bin, stellt mich das doch hier vor ganz schöne Probleme, die Technik, ja. Und das wird auch das Problem sein, was vielleicht viele denken, wenn ich jetzt hier so stehe. Ich bin Anfang 20, bin ledig und bin Student. Und jetzt darf man natürlich berechtigterweise fragen, was will der uns jetzt zum Thema Kinder und Corona sagen? Ja, und das habe ich schon vorgeahnt, dieses Problem. Deswegen habe ich hier eine Geschichte mitgebracht von der Lisa. Und die Lisa, die ist Schülerin selber. Und mit ihrer Hilfe wollen wir uns jetzt mal so einen mehr oder minder typischen Tag im Leben eines Schulkindes anschauen, das in den letzten 2 Jahren hätte stattfinden können. 6.30 Uhr, der Wecker klingelt. Lisa hat eigentlich keine Lust, heute aufzustehen, aber was soll's. Also raus aus dem Bett, Pausenbrot eingepackt und ab zum Bus. An der Haltestelle trifft Lisa ihre Freundin Tina. Und da ist auch schon der Bus, also schnell Maske auf und rein. Früher war das mal anders, da musste man im Bus keine Maske aufsetzen. Aber die Fahrt dauert ja auch nur eine halbe Stunde und dann ist die Schule schon da. Lisa setzt ihre Maske auf dem Weg zum Eingang gar nicht mehr ab. Es hat ja gar keinen Sinn mehr, denn auf den Gängen muss man ja auch seit langem bis zum Klassenzimmer die Maske aufgesetzt lassen. Lisa geht zu ihrem Platz neben Tina. Vorher haben sich alle noch gründlich die Hände gewaschen und desinfiziert. Endlich dürfen die zwei wieder nebeneinander sitzen. Letztes Schuljahr gab es leider nur Einzelplätze wegen dem Abstandsgebot. Die Maske bleibt natürlich auf. Erst in der Frühstückspause darf sie runter. Am Anfang der Pandemie konnte man auch an seinem Platz die Maske runternehmen. Dann mussten aber immer die Fenster aufgemacht werden. Lisa hat sich dann immer die Kuscheldecke von zu Hause mitgenommen. Zwischendurch sind die Kinder dann manchmal aufgestanden und haben in die Hände geklatscht und kleine Kniegebeuge gemacht, damit ihnen wieder warm wird. Und schon geht die Tür auf und hereinkommt Frau Landmesser. Das ist doch unsere Kunstlehrerin. Guten Morgen, Kinder. Frau Müller ist heute krank. Sie hat sich gestern boostern lassen und ist heute wegen der Aktivierung ihres Immunsystems zu Hause geblieben. Frau Landmesser hat eine quietschpinke FFP2-Maske auf. Sie hat mal gesagt, dass die alle aufsetzen sollten, dann wird es sicherer. Aber da kann man so schwer durchatmen. Und Onkel Frank hat gesagt, dass die Stiftung Warentest herausgefunden hat, dass viele Masken gar nicht für Kinder gemacht sind. Da war irgendwas mit Atemwiderstand und Maskenpausen nach 75 Minuten. Und dann kam er mit irgendwelchen Studien aus Spanien, Finnland und England, die er von irgendeinem Virologen mit Doppelnamen aus Hamburg hat, an, die gesagt hätten, dass Masken in der Pandemie gar keinen Unterschied gemacht haben. Aber Onkel Frank kommt eh nur noch ganz selten zu Besuch, weil der immer spazieren geht. Auf dem Lehrertisch steht jetzt der große, altbekannte rote Eimer, denn es ist Testzeit. Eigentlich ist immer Montag, Mittwoch und Freitag Testtag, aber am Montag, da war der Toni positiv. Und das kommt davon, wenn man immer seine Maske unter der Nase trägt. Aber zum Glück hat Lisa immer Abstand gehalten. Und deshalb muss die Klasse sich jetzt jeden Tag testen, egal ob man krank ist und Husten hat oder nicht.
Wie immer ist Lisa ganz schön aufgeregt. Was wird wohl werden, wenn der Test auch positiv ist, wie bei Toni? Vielleicht steckt Lisa dann ihre Eltern an oder ihre kleine Schwester Ellie oder vielleicht auch Oma. Das wäre ganz schön schlimm, weil Oma hat nämlich Herzschwäche und ist eine Risikogruppe. Die war ja letzte Woche zum Kaffeetrinken da, das erste Mal seit 3 Monaten. Da wollte sie kuscheln, aber Lisa hat lieber ein bisschen Abstand gehalten. Frau Landmesser hat mal erzählt, dass ein Kind an der anderen Schule seine ganze Familie angesteckt hat. Das ist ganz schön schlimm, weil man kann an Corona auch sterben. Das hat Lisa im Kinderkanal gesehen. Puh, nur ein Streifen, aber in der Pause erfährt Lisa, dass in der Parallelklasse schon wieder 3 Kinder positiv sind. Mensch, da wird diese Inzidenz wieder hochgehen und Papa wird sich sicherlich wieder aufregen. Frau Landmesser macht heute Matheaufgaben mit der Klasse. Die Kinder müssen mal und geteilt durchrechnen. Das fällt Lisa ganz schön schwer, denn Punktrechnung hatte sie letztes Jahr nur online. Das war gar nicht so einfach, weil Mama manchmal gar keine Zeit hatte, etwas zu erklären, wenn sie etwas nicht verstanden hatte. Und wenn es Zoom-Unterricht gab, war die Verbindung immer so schlecht. Und dann hat Elli immer geschrien, sie ist nämlich noch ganz klein. Hoffentlich klappt die Klassenarbeit dann nächste Woche. Waren nämlich wieder ganz schön viele Fehler dabei. Heute gab es dann noch einen Elternbrief, weil nächste Woche die Maskenpflicht vorbei sein soll. Frau Landmesser hat gesagt, dass die Kinder sie freiwillig weiter aufsetzen sollen. Und wenn das die Lehrerin sagt, dann macht das Lisa natürlich. Freiwillig. Die Schulzeit geht schnell herum und am Nachmittag soll es in den Pferdestall gehen. Zum Glück wurde Lisa schon getestet. Denn dort gilt nämlich 2G+ für alle. Deshalb hat sich Lisa ja auch impfen lassen. Naja, ehrlich gesagt musste sie Mama ganz schön lange nerven, bis sie Ja gesagt hat. Sie hat nämlich behauptet, dass Kinder gar nicht oft an Corona sterben. Aber bei der Maus haben sie gezeigt, dass man auch Long-Covid kriegen kann. Da ist man dann immer ganz fertig und kriegt ganz schwer Luft. Das ist ja auch nicht schön. Und außerdem kann man der Oma und Opa helfen, dass sie sich nicht anstecken. Beim Impfen gab es dann eine Tapferkeitsurkunde und Lisa hatte auch fast gar keine Nebenwirkungen. Auf dem Heimweg aus dem Reitstall fragt Lisa Mama, wann sie sich endlich boostern lassen kann. Ja, das ist natürlich, ihr habt es gemerkt, ganz schön überspitzt formuliert, aber ich denke, die wirklich Kinder haben, im Gegensatz zu mir, die kennen vielleicht den einen oder anderen Aspekt dieser Geschichte nur zu gut. Und wir wollen uns jetzt mal anschauen, was für große Probleme sich mit der Corona-Pandemie für Kinder eingestellt haben. Und da haben wir als erstes Wissenslücken. Ich glaube, das sollte für niemanden zu schwer vorstellbar sein. Also wir erinnern uns, März 2020, der erste Lockdown, alles zugemacht worden. Die ganzen Schulen, der ganze Unterricht ist alles auf online umgestellt worden und damit kamen natürlich die Probleme. Internetverbindung, bei manchen war es so schlecht wie bei Lisa, bei manchen fehlt sie ja sogar komplett. Und danach natürlich die Selbstausarbeitung. Ja? Also wenn man im Studium ist, dann lernt man das ja mehr oder minder gut, sich Sachen selber herzuleiten. Aber in den Schulzeiten ist das unvorstellbar. Und ich denke, jeder, der Kinder hat, wird wissen, also ich weiß es auch nur von meiner Mutter, dass man ungefähr ab der 7. Klasse mit dem Schulstoff aussteigt und dann auch nur so bedingt bei der Bearbeitung helfen kann. Und zu allem Überfluss ist natürlich auch das Sitzenbleiben abgeschafft worden. Das ist natürlich auf der einen Seite schon vorher kontrovers gewesen, aber wir müssen bedenken, dass hier Kinder in Klassen gekommen sind, für die sie eigentlich nicht ausreichend vorbereitet waren. Und das wird auch immer problematischer, wenn das Umfeld, in dem die Kinder leben, einfach sozial prekärer wird. Und alles in allem, denke ich, kann man schon sagen, dass das verlorene Schuljahre sind, die jetzt hier durch Corona sich eingestellt haben. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass ungefähr 80% aller Lehrer angeben, dass der Stoff, der durch Corona jetzt weggefallen ist, im laufenden Schuljahr wiederholt werden soll. Also in Schuljahren, in denen eh viel zu wenig Platz ist für den eigentlichen Unterrichtsstoff, soll auch noch der nachgeholt werden. Und trotzdem, trotz dieser ganzen Problematik, ist man noch nicht von Schulschließungen abgewichen. Ja, auch unsere neue FDP-Bildungsministerin war sich während der Omikron-Welle nicht mehr so ganz hundertprozentig sicher, ob man die Schulen offen halten kann. Aber Kinder lernen ja nicht nur in Schulen. Der Lernprozess bei Kindern fängt ja eigentlich schon mit der Geburt an. Nämlich vor allen Dingen über Sozial- und Verhaltensentwicklung. Und da hat die Süddeutsche Zeitung ein Interview geführt
Und darum ging es um eine englische Studie zu Corona-Maßnahmen und ihre Auswirkungen. Da lese ich jetzt mal etwas draus vor. Corona-Maßnahmen, darunter das Masketragen von Betreuungspersonen, haben Kleinkinder in ihrer sozialen und sprachlichen Entwicklung beeinträchtigt. Die Kinder hätten oft Mühe, Freundschaften zu schließen und zu sprechen, heißt es in der Studie. Beobachtet worden seien ein begrenztes Vokabular und die Unfähigkeit, auf einfachste Gesichtsregungen zu reagieren. Kinder, die in diesem Frühjahr 2 Jahre alt geworden seien, waren ihr ganzes Leben lang von Erwachsenen mit Masken umgeben und konnten deshalb Lippenbewegungen und Mundstellungen nicht wie üblich sehen, heißt es mit Bezug auf Erfahrungsberichte von Kindergärtnern. Verzögerungen in der Sprachentwicklung hätten dazu geführt, dass sie mit anderen Kindern nicht so in Kontakt getreten sind, wie man dies früher erwarten konnte. Neben Kommunikationsproblemen sei ein Mangel an Selbstvertrauen aufgefallen. Viele Kinder seien schüchterner und ängstlicher im Umgang, weil sie nicht an andere Gesichter gewöhnt seien. Der Bericht weist darauf hin, dass viele Kinder verspätet krabbeln und laufen lernten. Sie brauchten zuweilen auch noch zu Zeitpunkten Hilfe beim Anziehen oder beim Schneuzen der Nase, zu dem sie dies eigentlich schon alleine können müssten. Es sei zu befürchten, dass mehr Kinder als sonst nicht im vorgesehenen Alter zur Schule gehen könnten. Also gravierende Einschränkungen, das kann man medizinisch damit erklären, dass Kinder sehr gut beeinflussbar sind durch das Phänomen der Neuroplastizität. Also wenn wir lernen, entwickeln sich nicht neue Zellen in unserem Gehirn, sondern die vorbestehenden Zellen und die vorbestehenden Wege werden durch Üben so trainiert, dass sie halt schneller leiten. Und jeder, der als Kind ein Instrument gelernt hat, der wird es auch wissen. Das funktioniert nämlich viel einfacher, als wenn man das versucht, im hohen Alter zu tun. Und diese Neuroplastizität ist eben sehr aktiv in den ersten 10 Jahren. Das heißt also, es gibt Kinder, die haben in ihrem Leben nichts anderes erlebt als masketragende Erwachsene, als Erwachsene in Ausnahmezuständen. Das ist ihre neue Realität und das ist die Realität, die sie wahrscheinlich im schlimmsten Falle für ihr ganzes Leben prägen wird. Der Neurobiologe Gerald Hüther sagt dazu: Wir können das den Kindern nicht länger zumuten, also die Corona-Maßnahmen. Es ist unbegreifbar, wie eine Erwachsenengeneration es fertigbringt, Kindern Auflagen vorzulegen, die sie nur erfüllen können, indem sie ihre Bedürfnisse unterdrücken. Und zwar so lange, bis im Hirn Netzwerke gewachsen sind, die sich als Hemmung über das Gebiet legen, aus dem diese Bedürfnisse generiert werden. Und dann ist das Bedürfnis, mit der Oma zu kuscheln, weg und das mit anderen zu spielen auch. Gravierende Folgen, die sich daraus ergeben. Aber zum Aspekt Corona gehört einfach auch realistischerweise zu sagen, dass es die Erkrankung auch bei Kindern gibt. Auch Kinder können natürlich an Corona erkranken und Kinder können auch an Corona sterben. Jedoch sind es sehr wenige. Also wir sehen 38 Kinder von 0 bis 9 Jahren, 40 Kinder in der Altersgruppe bis 19 Jahren sind an oder vor allen Dingen mit Corona verstorben. Dieses Problem an und mit, das sehen wir erst wirklich auftreten seit der Omikron-Welle, seitdem es auch wirklich viele durchschlagende Infektionen bei Kindern gibt. Und das sind die Zahlen vom April gewesen. Und einfach mal, dass wir eine Dynamik hatten, das war jetzt die erste Juniwoche. Also 19, 23, wir sehen, bei denen von 10 bis 19 Jahren ist sogar kein einziger dazugekommen. Es ist also im Grunde genommen keine wirklich schwerwiegende Erkrankung für Kinder, die zum Tod führt. Natürlich gibt es auch andere Erkrankungen, die durch Corona ausgelöst werden können. Da rede ich jetzt über dieses PIMS-Syndrom. Also ein generalisiertes Entzündungssyndrom des Kindes, das kann auch auf der Intensivstation enden, das kann auch tödlich enden, ist aber zum Glück sehr selten. Und natürlich gibt es auch noch generelle Problematiken, die sich dann mit einer Viruserkrankung manifestieren. Das wäre zum Beispiel eine Myokarditis. Auch das bedroht Kinder. Und natürlich Long-Covid, eine Erkrankung, die tatsächlich existiert, die medial sehr aufgebläht ist natürlich, aber von der Kinder auch nicht wirklich betroffen sind. Denn ich erinnere daran, die Uniklinik in Freiburg hat ihre Ambulanz für Long-Covid-Patienten, für
kindliche Long-Covid-Patienten wieder schließen müssen, weil die Patienten einfach gefehlt haben. Ja, aber Kinder sind natürlich gesundheitlich in der Corona-Pandemie auch andersweitig bedroht. Wir reden hier zum Beispiel über Erkrankungen, die später erkannt geworden sind, weil einfach Praxen weniger konsultiert worden sind, zum Beispiel durch Lockdown oder durch Ansteckungsangst. Wir reden hier aber auch von einer Epidemie, die die meisten wahrscheinlich schon wieder vergessen haben. RS-Viren, also Viren, die eigentlich für den Erwachsenen sich nicht mehr als einem Schnupfen äußern, können für Kinder schon ernste Erkrankungen werden. Und das sind eigentlich, wie gesagt, Erreger, die im Herbst zirkulieren. Aber letztes Jahr war es ganz komisch, auf einmal in den Sommermonaten tauchen RS-Viren bei Kindern auf und auch vermehrt. Und das hat Kinderkliniken auch ganz schön an ihre Grenzen gebracht. Und das ist eben damit zu erklären, dass die normalerweise stattfindende Durchseuchung in den Wintermonaten eben durch Kontaktverbote nicht stattgefunden hat und dann eben im Sommer nachgeholt wird. Also Kinder auf verschiedenen Ebenen von Corona bedroht, auch körperlich. Und natürlich gibt es jetzt noch einen Elefanten im Raum, den wir kurz ansprechen müssen, und das sind natürlich die Impfungen. Wir wissen, die STIKO-Empfehlungen haben sich ein klein wenig angepasst. Wir reden also davon, dass 0- bis 5-Jährige noch nicht geimpft werden sollen. Es gibt noch keine Empfehlung. Für Kinder von 5 bis 11 Jahren wissen wir, die Risikogruppen sollen sich zweimal impfen und auch die, die mit Risikogruppen zusammenleben, sollen sich zweimal impfen lassen. Und generell soll sich jedes Kind im Alter von 5 bis 11 Jahren einmal impfen lassen. Und zwar wegen dem Herbst, ja, das ist ja der, der jetzt immer vorgeschoben wird. Und so soll eben die Vermeidung indirekter Folgen wie Isolation und Quarantäne bewerkstelligt werden. Und ich sage jetzt einfach mal, wir haben ja gesehen, wie gut das mit Omikron funktioniert hat, wie selten Geimpfte damals in Quarantäne mussten am Anfang dieses Jahres. In den USA ist die Dynamik ein bisschen anders. Da sollen 5- bis 11-Jährige sogar schon geboostert werden. 0- bis 5-Jährige, bei denen ist es so, die sollen demnächst mit 3 Impfstoffdosen geimpft werden zur Immunisierung. Und dazu schreibt das Ärzteblatt, der mRNA-Impfstoff von BioNTech hat nach der 3. Dosis bei Kindern im Alter von 6 Monaten bis unter 5 Jahren eine Schutzwirkung von 80% erzielt. Dies teilen die Hersteller einer Pressemitteilung mit. Pfizer will eine Notfallzulassung beantragen. Eine Entscheidung der FDA könnte noch im Juni fallen. Und die wird wahrscheinlich auch fallen. Also heute hat sich ein Expertengremium dafür ausgesprochen und aller Wahrscheinlichkeit nach wird die FDA diesem folgen. Die Problematik ist ja, dass wenig Kinder erkranken. Wir haben es ja gesehen und das ist ja die Basis. Man will ja beweisen, dass diese Impfung vor schweren Verläufen schützen soll. Und diese Tatsache ist eben mit so wenig Patientenzahlen kaum realisierbar. Und jetzt kommt's. Dennoch ist die Schutzwirkung offenbar hoch, wieder der Ärzteblattartikel. BioNTech Pfizer gibt sie in der Pressemitteilung mit 80,3% an. Ein 95% Konfidenzintervall wird nicht erwähnt. Es dürfte relativ breit sein, da die Berechnungen nur auf 10 symptomatischen Erkrankungen beruhen. Eine abschließende Bewertung soll erst nach 21 Erkrankungen erfolgen, teilt der Hersteller mit. Ja, das ist die logische Konsequenz davon, dass so wenig Kinder schwer erkranken, dass man eben solche Notfallzulassungen nur mit sehr kleinen Patientengruppen rechtfertigen kann. Wenn wir dann über Nebenwirkungen reden, wir wissen ja, das Paul-Ehrlich-Institut wird die aller Wahrscheinlichkeit nach untererfassen, auch wenn das dieses Institut vehement verneint. Und über Langzeitfolgen wissen wir ja bei den Erwachsenen schon nichts. Also es gibt nichts auch bei den Kindern dazu mitzuteilen. Abschließend finde ich, fasst der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, ganz gut zusammen und äußerte sich auch in einem Ärzteblattartikel: Es ist eine Entscheidung, die ins Benehmen der Eltern gestellt wird. Er persönlich wäre zum jetzigen Zeitpunkt an der Stelle eher zurückhaltend, sagte Reinhardt in einem Interview. Er begründete dies damit, dass die Erkrankung für Kinder in der Regel gut überstehbar sei und auch im Wesentlichen ohne Spätfolgen, soweit man das zum jetzigen Zeitpunkt bewerten kann. Also da muss also jedes Elternpaar selber wissen, ob sie
bei so einer Lage ihr Kind wirklich impfen wollen. Die körperliche Dimension von Corona ist ja bei Kindern, wie wir es jetzt gesehen haben, nicht wirklich groß. Dagegen wirklich groß ist die Dimension bei den psychischen Erkrankungen. Ja, wir hatten ja in der Erwachsenenversorgung eigentlich niemals den Zeitpunkt, triagieren zu müssen. Wir hatten gerade auch jetzt bei mir in Sachsen oft den Fall in der Pandemie, dass wir wirklich an Kapazitätsgrenzen gestoßen sind, dass es wirklich ernste Zustände gab, aber wir waren eben nicht an dem Punkt, wo wir jemanden seine Behandlung verwehren mussten. In Kinderpsychiatrien war das leider so. Und dazu schreibt eine Studie der Universität Leipzig und Koblenz: Seit Pandemiebeginn haben sich die Wartezeiten nahezu verdoppelt. Bei der Hälfte der PatientInnen ist eine pandemieassoziierte Symptomverschlechterung aufgetreten. Also, es nimmt alles zu und die Studie gibt auch an, warum das so ist. Alle erfragten psychischen Störungen treten zum Teil deutlich häufiger auf. Vor allem Depression, Angststörungen, Medienabhängigkeit, Schlaf, Anpassungszwangs- und Essstörungen. Also eine dramatische Zunahme und noch deutlicher wird es, wenn wir uns die größte Studie dazu im deutschsprachigen Raum angucken. Das ist die COPSI-Studie der Universitätsklinik Hamburg, die festgestellt hat, dass zu Hochzeiten der Pandemie jedes dritte Kind von relevanten psychischen Symptomen betroffen war. Vor der Pandemie waren das mal noch deutlich weniger als 20%. Und leider versuchen dann auch immer mehr Kinder praktisch den letzten Ausweg zu wählen und 300% mehr Suizidversuche drücken das leider traurigerweise aus. Wie ist das nun zu erklären? Ich würde jetzt einfach meine Erklärung hier anbringen und würde sagen, es ist zwei Faktoren, die da reinspielen. Zum einen, Kinder sind unter einem enormen Druck in der Pandemie. Ja, also sie sind erst Pandemietreiber, dann sind sie es nicht. Sie werden eigentlich ständig unter Druck gesetzt. Sie könnten eine schwerwiegende Erkrankung einfangen und könnten die mit nach Hause bringen und sind dann dadurch am Tod von Menschen und von Menschen, die sie lieben, mitverantwortlich. Ja? Und auf der anderen Seite fehlt eben die freizeitliche Auslastung, der freizeitliche Ausgleich, den man eigentlich bräuchte. Ja? Und der Ethikrat hat das eigentlich, und das macht er ja in letzter Zeit nicht so oft, ganz gut zusammengefasst und hat gesagt, Kinder sollen wegen dieser Impfentscheidung nicht von der sozialen Teilhabe im Staat ausgeschlossen werden. Und dann frage ich mich tatsächlich, warum Bundesländer wie Bayern eben solche Regeln machen, wie 2G im Reitstall für über 12-Jährige einzuführen. Dann fehlt der Ausgleich nämlich. Und das Thema Gewalt spielt ja auch eine Rolle. Ja? Also die häusliche Gewalt gegen Kinder hat zugenommen in dieser Zeit und das belastet dieses Verhältnis natürlich auch. So, jetzt gucke ich mal. Genau, das sehen wir hier, also ich lese es vor, keine Angst. Insgesamt 6,5% aller Kinder erleben Gewalt zu Hause. Und das wird durch verschiedene Faktoren, die gar nicht so selten sind, noch gesteigert. Wir reden hier also über, ein Partner hat Angst oder Depression, einer der Befragten im Haushalt befindet sich in Quarantäne. Und oder einer der Partner ist aufgrund der Pandemie in Kurzarbeit. Das sind alles Faktoren, die sind millionenfach in der Pandemie passiert und dort ist auch ein Riesendruck auf Kinder gelegt worden. Zum Abschluss eine interessante Statistik. Was beschäftigt Kinder in der Corona-Krise? 76% vermissen ihre Freunde, 59% ist langweilig und jetzt kommt das Interessante. 38% genießen es, mehr Zeit mit ihren Familien zu haben. Also dieser Familienaspekt ist bei Kindern ganz groß und sie haben die Zeit genossen, in denen auf einmal beide Elternteile den ganzen Tag zu Hause waren, auch wenn es die Eltern vielleicht nicht so genossen haben an manchen Stellen. Aber für die Kinder war das tatsächlich eine große Sache. Und das ist ja der Punkt auch, wo wir als Christen ansetzen können. Ja? Kinder schreiben keine Petitionen, Kinder demonstrieren nicht, Kinder sind ganz auf unsere Erwachsenen angewiesen. Und wir können halt an dieser Stelle ansetzen, freizeitlicher Ausgleich, Ausgleich zu Hause. Und da sind natürlich nicht nur die Eltern betroffen, weil, ich würde jetzt einfach sagen, Kinder leben ja auch in unseren Gemeinden. Und dort können wir einfach ansetzen und können den Kindern
eine Normalität vorleben, die sie draußen, sage ich jetzt mal, nicht vorgelebt bekommen. Wir können die Kinder prägen und wir können sie zurüsten, um für diesen Alltag, der hart und schwer ist, vorbereitet zu sein und besser aus der Pandemie rauszugehen als ihre Altersgenossen. Gut, das war schon der Vortrag Nummer 1. Und jetzt singen wir die letzten 2 Strophen von dem Lied und dann geht es mit dem 2. weiter. Ah, super, also wunderbar. Gut. Das Thema ist keine roten Linien. Und ich weiß nicht, im Dezember war das gewesen, da ist unser Bundeskanzler gerade neu in seinem Amt gewesen. Und da hat er ein Interview mit der Bild am Sonntag geführt. Und darin hat er gesagt, es darf keine roten Linien geben. Das hat uns diese Pandemie nun wirklich gezeigt. Wir müssen immer bereit sein, umzudenken, wenn die Umstände es erfordern. Das hat mich ganz schön berührt, muss ich ehrlich sagen. Das hat mich auch ein bisschen erschreckt, weil ich dachte eigentlich immer, die roten Linien der Regierung, die sind die Menschen und aller spätestens das Grundgesetz. Und wir sehen einfach, diese roten Linien sind in der Corona-Pandemie immer wieder überschritten worden. Und wenn wir in den Koalitionsvertrag reinschauen, dann sehen wir, dass dort auch rote Linien überschritten werden. Rote Linien, von denen wir dachten, dass wir sie ganz fest haben, dass das eingemeißelt ist in die Identität unseres Landes. Und wir werden uns jetzt mal ein paar Aspekte angucken, wo rote Linien im Koalitionsvertrag überschritten worden sind. Ja, die ersten 100 Tage einer Regierung zeigen, vor allen Dingen in den USA, wo die Themen gesetzt werden. Ja, der US-Präsident, der setzt auf seine Agenda, was ihm ganz wichtig ist. Und wenn wir ins Bundesjustizministerium gucken, dann sehen wir auch, was dort als erstes bearbeitet worden ist und was scheinbar der neuen Regierung sehr wichtig ist, nämlich die Abschaffung von Paragraph 219a. Jetzt zweimal, bitte. Nochmal. Genau, das ist unsere Regierung, zumindest die Köpfe dahinter. Dieser Paragraph regelt die Abschaffung, das Verbot für Werbung für Abtreibungen und dieser Paragraph soll jetzt abgeschafft werden. Und dazu unser Bundesjustizminister. Mit dem heute im Bundeskabinett beschlossenen Gesetzentwurf zur Aufhebung der Vorschrift des Paragraph 219a Strafgesetzbuch gehen wir einen wichtigen Schritt für die Selbstbestimmung der Frauen in Deutschland. Wir wollen, dass Frauen sich über Methoden und mögliche Risiken eines Schwangerschaftsabbruchs bestmöglich informieren können. Für einige Frauen führt der Weg direkt zur Ärztin oder zum Arzt ihres Vertrauens. Andere suchen erst eine Ärztin oder einen Arzt sowie Rat im Internet. Wir möchten, dass den Frauen in Deutschland beide Wege offen stehen. Einmal weiter, bitte. Es ist ein unhaltbarer Zustand, dass ausgerechnet Ärztinnen und Ärzte, die selbst Schwangerschaftsabbrüche vornehmen und damit am besten sachlich informieren können, nach der derzeitigen Rechtslage eine Strafverfolgung befürchten müssen, wenn sie Informationen zur Verfügung stellen. Das passt nicht in unsere Zeit. Sachliche Informationen von Ärztinnen und Ärzten über einen Schwangerschaftsabbruch sollen daher nicht länger strafbar sein. Zugleich ist aber auch klar, gegen anpreisende und anstößige Werbung für Schwangerschaftsabbrüche bleiben andere Rechtsnormen in Kraft und auch am geltenden Schutz des ungeborenen Lebens ändert sich nichts. Dem letzten Satz würde ich natürlich vehement widersprechen wollen, denn es zeigen sich wirklich durchschlagende Probleme mit der Abschaffung dieses Werbeverbots. Zum einen ist Abtreibung ja immer noch illegal. Warum darf ich für illegale Tätigkeiten werben? Ja, sie ist straffrei, aber sie ist laut Paragraph 218 immer noch illegal. Außerdem sind diese Informationen immer noch oder bereits schon zugänglich. Zum Beispiel, wenn die Schwangere sich in ihrer Not an ihren Frauenarzt wendet. Im Telefon oder im persönlichen Gespräch, dann darf sie dort Informationen zum Schwangerschaftsabbruch erhalten. Und übrigens, auch eine Google-Suche führt die meisten Fragenden zu einschlägigen Seiten. Leider, muss man ja schon fast sagen. Das nächste Problem, das ist hier schon mal angeklungen, Abtreibung ist oftmals eine Selbstzahlerleistung. 400 Euro kann man damit so ungefähr verdienen. Und jetzt frage ich mich, welcher Arzt, der an dieser Tatsache verdient, kann wirklich objektiv darüber aufklären.
meiner Meinung nach bildet sich dort ein Interessenkonflikt. Und auch Falschinformationen haben wir da noch. Also die Abtreibungsärztin Christina Hähnel zum Beispiel, die auf ihrer Website davon redet, dass nach Beratung Schwangerschaftsabbrüche legal seien. Das sind sie nicht, sie sind straffrei, aber immer noch illegal. Und auch die Tatsache, dass sie von Feten und Embryos als Schwangerschaftsgewebe spricht, um natürlich das alles etwas euphemistischer dastehen zu lassen, tut der Sache nicht gut. Und ich denke, das ist eines der größten Probleme, Werbung normalisiert. Wenn man also werben kann, das heißt, ich biete eine Tat an oder ich biete eine Leistung an, ohne Nachfrage, dann ist das etwas anderes, als wenn ich Informationen suche. Als wenn ich Informationen suche, dann mache ich das nämlich aus eigenem Interesse heraus und dann kann ich fündig werden. Werbung, Information ungefragt anbieten, das kommt einer Offerierung gleich. Und jetzt sehen wir das Problem, Hürden sollen gesenkt werden. Und das ist ein Thema, was in dem ganzen Koalitionsvertrag dabei ist. Hürden senken. Und diese Hürden, die haben auch ein Ziel. Ulle Schaufs von den Grünen hat das in der orientierenden Debatte zur Familienpolitik ausgedrückt, nämlich, dass auch 218 Strafgesetzbuch aus eben jenem rausfliegen soll. Das heißt, Schwangerschaftsabbrüche sollen aus dem Strafgesetzbuch rausgehauen werden. Und das ist natürlich etwas, was uns alle zum Nachdenken bringen sollte. Und ich finde ganz gut, bringt das Amtsgericht Gießen zum Ausdruck in Urteil gegen Christina Hähnel. Ja, gleichwohl bleibt der gesetzgeberische Wille, wie er in § 219a Strafgesetzbuch zum Ausdruck kommt, dass die Abtreibung in der Öffentlichkeit nicht als etwas Normales dargestellt und kommerzialisiert werden darf und deshalb unter Strafe gestellt ist. Nach dem Willen des Gesetzes sollen Frauen, die abtreiben wollen, sich zunächst bei einer staatlichen, also neutralen Beratungsstelle informieren. Kleiner Einschub, da hätte ich auch ein Problem damit, dass staatliche Stellen immer neutral sind, aber weiter im Text. Die selbst kein Interesse an der Durchführung der Abtreibung hat. Einmal noch weiter, bitte. Dem legitimen Bedürfnis der betroffenen Frau nach Informationen über Ärzte, die bereit sind, den Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen, wird ausreichend dadurch Rechnung getragen, dass sie nach ausführlicher Information durch die Beratungsstelle bei Fortbestehen des Abtreibungswunsches die Liste der zur Abtreibung bereiten Ärzte erhält. Durch dieses Schutzkonzept ist gewährleistet, dass die betroffene Frau eine ergebnisoffene Beratung erhält, die ihr Informationsinteresse erfüllt. Auch jetzt nochmal ein kurzer Einschub. Dieses Schutzkonzept scheint ja nicht wirklich gut zu funktionieren bei 100.000 Abtreibungen im Jahr. Aber jetzt kommt der wichtige Teil. Würde man werbende Maßnahmen für den Schwangerschaftsabbruch zulassen, würde die staatliche Pflicht, ungeborenes Leben zu schützen, ins Leere laufen. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Amtsgericht Gießen vor 5 Jahren. Nun, Abtreibung ist bei uns evangelikalen Christen meistens ein Thema, in dem wir uns ausnahmsweise mal einig sind. Denn die meisten Evangelikalen sind einfach gegen Abtreibung. Wir haben es oftmals auf dem Schirm. Was wir nicht so oft auf dem Schirm haben, sind gesellschaftspolitische Entwicklungen. Das sind zum Beispiel das Transsexuellengesetz, also das Gesetz über die Änderung der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen. Seit 1980 existiert das, ist ein paar Mal abgeändert worden. Und dieses Gesetz zeigt eben, wie gibt den Weg eines Transsexuellen vor, um sein angestrebtes Geschlecht anzunehmen. Jetzt einmal bitte weiter. Es gibt verschiedene Voraussetzungen. Also, es muss 3 Stück sind das am Ende. Also eine ausgeprägte transsexuelle Neigung, die seit mindestens 3 Jahren besteht und auch der damit verbundene Wunsch, das auszuleben und eine hohe Wahrscheinlichkeit der Permanenz. Das sind die Voraussetzungen für Geschlechts- und für Namensänderung. Früher musste man sich für die Geschlechtsänderung zusätzlich noch sterilisieren lassen und einen geschlechtsangleichenden Eingriff durchführen. Das ist heute nicht mehr so. Danach kommt es zu einem gerichtlichen Feststellungsverfahren mit persönlicher Anhörung und auch der Anhörung von 2 Sachverständigen. Das bitte merken, das wird noch wichtig. Und danach kommt die Entscheidung über die Geschlechtszugehörigkeit. Ja, und dieses Verfahren soll jetzt revolutioniert werden. Einmal weiter, bitte. Entschuldigung.
dieses Transsexuellengesetz schützt Familien in besonderer Art und Weise. Denn wenn ein Kind in diese Ehe eines geänderten Menschen, sage ich jetzt einfach mal, geboren wird, dann ist zum Beispiel die Namensänderung hinfällig. Und in den Papieren des Kindes steht immer noch das biologische Geschlecht und auch die biologische Rechtsbeziehung der Eltern. Also eine Transfrau, die eigentlich ein Mann ist und ein Kind gezeugt hat, ist in den Papieren des Kindes immer noch der Vater eben jenes. Ja? Und das schützt natürlich die Kinder und gibt ihnen die Möglichkeit, eine biologisch korrekte Abstammung nachzuweisen. So, jetzt bitte noch einmal weiter. Genau, dazu wieder unser Bundesjustizminister. Wir müssen Respekt vor diesen Menschen haben und ihnen diese teilweise entwürdigende Behandlung ersparen. Das ist unser Ziel. Also diese Community, die es da gibt, zeigt oftmals auf, was in diesen Verfahren ihrer Meinung nach nicht richtig läuft. Und das ist vor allen Dingen diese Gutachtertätigkeit, die dort zum Tragen kommt. Die Gutachter, die also herausfinden sollen, ob die Voraussetzungen wirklich erfüllt sind. Und das ist jetzt anekdotische Evidenz natürlich, ist für viele Transsexuelle, so sage ich jetzt einfach mal, ein problematischer Aspekt. Was ich auch noch einfügen würde, ist, dass dieses Gerichtsverfahren vom Antragsteller bezahlt werden muss. Und das könnte eventuell auch eine Motivation sein, dieses Verfahren zu ändern. Und deshalb soll es jetzt zum Selbstbestimmungsgesetz kommen. Das Motto dieses Selbstbestimmungsgesetzes lässt sich sehr gut mit den Worten unseres Queerbeauftragten zusammenfassen. Lehmann heißt er und er sagt, welches Geschlecht ein Mensch hat, kann kein Arzt von außen attestieren. Und dieser Tatsache wird eben jetzt im Selbstbestimmungsgesetz Rechnung getragen, wenn man nämlich sein Geschlecht selber festlegen kann. Und die Voraussetzungen sind denkbar einfach. Man geht ins Standesamt, macht eine Selbstauskunft und daraufhin kommt es zur Änderung der Geschlechtszugehörigkeit. Die Grünen und die FDP haben in der letzten Legislaturperiode schon mal Gesetzesvorschläge dazu eingebracht. Deswegen kann man sich jetzt so ungefähr denken, in welche Richtung das geht. Und zwei kleine oder große Schmankerl daraus sind zum Beispiel, dass das jährlich möglich sein soll, diese Änderung. Und das ist jetzt nicht so schön, dass Kinder ab 14 Jahren das auch schon machen können dürfen. Also Kinder, die beeinflussbar sind, die durch Medien, durch Schule, durch Unterricht beeinflussbar sind, sollen auch diese Möglichkeit bekommen. Und da ist auch wieder eine Hürdensenkung und ein gewisser Dammbruch dabei. Aber es gibt noch andere Probleme, die sich damit aufzwingen. Die Süddeutsche Zeitung hat dazu ein Interview mit dem Strafrechtler Christian Steinberger geführt. Das war bereits zu den Vorschlägen von FDP und Grüne im Frühjahr 2021. Was sage ich denn einem Mandanten, der sich umgemeldet hat und seine 6 Jahre Strafe wegen Vergewaltigung jetzt im Frauengefängnis absitzen will? Ob in einem DAX-Vorstand, der eine Quote erfüllen soll, jemand seinen Rauswurf verhindern kann, indem er seinen Personenstandseintrag ändert? Kann ein Vorstand die Geschlechterquote erfüllen, indem sie einfach 2 Männer als Frau eintragen lassen? Insgesamt aber ist Steinberger skeptisch, dass ein solches Gesetz einer verfassungsrechtlichen Überprüfung überhaupt standhielte. Weitergedacht heißt das, wie kann man sicher gehen, dass ein mögliches Selbstbestimmungsgesetz, gerade wenn es so niedrigschwellig funktioniert, nicht für falsche Zwecke missbraucht wird. Und überhaupt ist die Diskussion hoch aufgeladen, denn Steinbergers Fragen und ähnliche Argumente tauchen selten auf in der Debatte. Womöglich mitunter, weil Einwände gegen das Selbstbestimmungsgesetz sehr schnell als transphob abgekanzelt werden, wie man eindrücklich in den sozialen Netzwerken beobachten kann. Dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Außer, dass man vielleicht schon mal in die USA gucken kann. Dort ist diese Problematik schon weiter fortgeschritten. Männer in Frauensportarten und auch die Tatsache, dass Männer in Frauengefängnissen sind, ist dort in manchen Bundesstaaten leider schon Realität. Aber dieses Gesetz ist nicht das Einzige, das revolutioniert werden soll. Wir haben nämlich auch festgestellt, dass wir langsam mal an die Familie ran müssen. Auch die muss neu definiert werden. Endlich alle Familienkonstellationen, in denen Menschen in Liebe und Verantwortung miteinander leben, für alle abzusichern. Das heißt Fortschritt. Wieder Ulle Schaufs.
Für ihn steht die geplante Reform beispielhaft für den politischen Ansatz der neuen Regierung. Es geht darum, der Vielfalt der Lebensentwürfe Rechnung zu tragen. Marco Buschmann und unsere Ex-Bundesfamilienministerin, die Ampel will diese Vielfalt endlich im Recht abbilden und allen Familienformen Anerkennung zukommen lassen. Ja, warum auch nicht? Und diese etlichen neuen Familienformen, die es da jetzt angeblich gibt, die sollen abgebildet werden in der Verantwortungsgemeinschaft. Dazu schreibt der Koalitionsvertrag oder die Welt, Entschuldigung. Demnach soll eine Verantwortungsgemeinschaft durch zwei oder mehrere Erwachsene unbürokratisch durch Eintragung beim Standesamt geschlossen und wieder aufgelöst werden können. Grundvoraussetzung ist lediglich ein tatsächliches persönliches Näheverhältnis. Ein Zusammenleben ist nicht erforderlich. Die Ausgestaltung von Rechten und Pflichten soll stufenweise erfolgen und so eine unterschiedliche Intensität der Verantwortungsübernahme füreinander ermöglichen. Ja, also wir gucken uns nochmal an, wie das funktioniert. Wir haben hier also Freunde, Paare, Personen mit tatsächlichem Näheverhältnis. Sehr schwammig formuliert. Denen wird jetzt eine Tür geöffnet. Diese Tür heißt standesamtliches Verfahren, wie vorhin beim Selbstbestimmungsgesetz. Und durch diese Tür können die jetzt durchgehen. Genau. Einer nach dem anderen. Ja, und noch einen. Und danach sind sie diese ominöse Verantwortungsgemeinschaft. Und wir haben es gerade gehört, diese Verantwortungsgemeinschaft beruht auf einem Stufenkonzept und ist auch eigentlich, und so versucht es die FDP zumindest immer wieder betonen, nicht für Liebespaare gedacht. Dort sollen nämlich Menschen, die in Alters-WGs zusammenwohnen, Verantwortung füreinander übernehmen oder Menschen, die Erziehungsgemeinschaften als Alleinerziehende bilden. Dieses Stufensystem ist auch sehr interessant. Die soll auf der grundlegendsten Stufe soll es also ein Auskunftsrecht geben und ein Vertretungsrecht, zum Beispiel in Arztangelegenheiten. Danach soll es dann auch steuerliche Vorteile, selbst Erbschaftsvorteile geben, das ist natürlich Einfluss der FDP. Und auf höchster Stufe soll es dann auch solche Dinge geben wie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Und das ist dann schon interessant, weil Zeugnisverweigerungsrecht ist ja eigentlich nur der den Blutsverwandten zugestanden und natürlich verschiedenen besonderen Berufsgruppen, wie zum Beispiel Ärzten und Seelsorgern. Und damit brechen natürlich Probleme auch auf. Wir sehen vor allen Dingen die Ehe in Gefahr. Ne? Die ist eigentlich grundgesetzlich geschützt. Und hier wird der Ehe mit einer neuen Institution das Wasser ganz einfach abgegraben. Viele dieser Verbindungen kann man heute auch schon notariell bestätigen mit Verträgen. Also warum nicht einfach Vertragsrecht ändern? Warum Vertragsrecht nicht einfach vereinfachen? Und dann haben wir ja schon gesagt, die Verantwortungsgemeinschaft richtet sich nicht vorrangig an Liebespaare, aber man kann auch nicht verhindern, dass Liebespaare diese Verantwortungsgemeinschaft eingehen. Es gibt mehrere Millionen unverheirateter, zusammenlebender Paare in Deutschland, die vielleicht wegen Bürokratie die Ehe scheuen und jetzt wird ihnen hier eine Eheleid angeboten und man sagt also, mach das mal und wir haben dann nicht so viele Pflichten, aber wir haben relativ viele Rechte im Vergleich zur Ehe und die ist auch noch einfach einzugehen und einfach aufzulösen, kein Problem. Und natürlich, ich spreche es jetzt nur an, Polygamie und viel Ehe spielt dort auch mit rein. Die jungen Liberalen, also die Jugendorganisation der FDP, die nicht stellvertretend für alle FDP-Mitglieder steht, haben das ganz schön deutlich formuliert, wenn sie eben sagen, die Verantwortungsgemeinschaft soll dann sogar als Eheersatz dienen und diese mal ablösen. Harter Tobak. Und ein letzter Aspekt aus dem ein vorletzter, ist natürlich auch die Elterngesetzgebung. Es soll also jetzt bald möglich sein, dass Kinder dann bis zu 4 Eltern haben, indem man das Sorgerecht ausweitet. Und zum Beispiel, das haben viele von euch schon gehört, ein Kind, das in die Ehe von 2 Müttern geboren wird, hat dann auch real auf dem Pass 2 Mütter und keinen Vater. Und wir sehen es hier schon vorne, das letzte Thema aus dem Koalitionsvertrag, das ich rausgesucht habe, ist die Sterbehilfe. Wir begrüßen, wenn durch zeitnahe, fraktionsübergreifende Anträge das Thema Sterbehilfe einer Entscheidung zugeführt wird. Mit Gruppenanträgen soll das getan werden. 2 Stück gibt es an der Zahl. Der erste, der die Hilfe zur Selbsttötung straffrei machen will, dagegen aber eine Beratungspflicht stellt, die eben Betroffene dann annehmen können
oder sollen. Und der zweite, und der ist interessant, der soll Sterbehilfe weiter strafbar machen, aber unter bestimmten Voraussetzungen, nämlich, dass man volljährig und einsichtsfähig ist und Beratungen in Anspruch genommen hat, soll die Sterbehilfe möglich sein. Und das ist natürlich problematisch. Wir sehen hier mal die 5 Fraktionen, die das vertreten, alle bis auf die AfD, haben da Menschen in die Debatte reingeschickt. Und ich darf noch daran erinnern, diese Beratungsregel gibt es schon mal bei Abtreibungen. Und da sehen wir schon, wie gut das funktioniert. Nun, ich will heute Abend nicht nur thematische Vorträge halten, dass man dann nach Hause geht und sagt, ja, jetzt haben wir viele Themen gehört, aber den Bibelstundencharakter hat es heute nicht so gegeben. Und das möchte ich einfach jetzt nochmal zum Abschluss kurz machen. Also wir sehen, die göttlichen Normen, sage ich jetzt einfach mal, sind von vielen Seiten angegriffen. Ja? Und wir müssen die gut verteidigen. Wir haben die Abtreibung und die Sterbehilfe, darüber haben wir schon geredet. Die sind uns natürlich biblisch verboten. Da sind wir uns natürlich auch irgendwo einig. Denn Tötung ist natürlich verboten. Und bei den anderen Themen, Verantwortungsgemeinschaft, Selbstbestimmungsgesetz, fällt uns das manchmal schwer, weil da müssen wir ja mit der Schöpfungsordnung argumentieren und das ist so ein ganz verhasster Begriff. Also ganz kurz, Schöpfungsordnung. Im 1. Mose wird das ja festgelegt. Also eine Ordnung im Allgemeinen, wie Gott seine Schöpfung organisiert. Die Sonne geht auf und unter, Tag, Nacht, die Gezeiten im Großen und Ganzen. Wenn wir über Schöpfungsordnung reden, meinen wir da im Speziellen meistens, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Und hier sehen wir den ersten Aspekt, wie Gott den Menschen schafft. Nämlich als erstes den Mann und danach aus dem Mann die Frau. Also eine unterschiedliche Zeitlichkeit. Und einmal weiter noch bitte. Wir sehen, dass Gott auch den Mann und die Frau unterschiedlich geschaffen hat. Nämlich als Mann und Frau schuf er sie. Da gibt es keinen dazwischen. Da gibt es nur als gesunden Mann und als kranken Mann schuf er sie. Als gesunde Frau und als kranken Mann schuf er sie. Oder sind sie in ihrem Leben geworden? Ja? Mann und Frau, unterschiedlich in ihrer Geschöpflichkeit, aber gleich im Bilde Gottes. Und Gott schuf den Menschen, ja, in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn. Und um jetzt noch einen ganz kleinen Schwenk zu machen, natürlich impliziert es nicht, dass die Menschen auch in im Heil unterschiedlich sind. So will ich das mal ausdrücken. Denn es gibt eine Gleichheit zwischen Mann und Frau und die kann ja keiner wegdenken, wenn wir Römer 3 hier lesen, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Kein Unterschied in ihrer Verdorbenheit. Und ich denke, jeder von uns weiß das im Inneren auch. Und hier klingt aber diese wunderbare Tatsache schon an, die wir dann jetzt sehen. In der Rechtfertigung sind Mann und Frau völlig gleich, wenn sie vor Gott stehen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Diese Stelle ist ganz oft missbraucht worden. Ja, ich sehe da hier, Neues Testament, gibt es gar nicht Frauen und Männer und unterschiedliche Völker gibt es auch nicht. Aber das bezieht sich ja natürlich nicht auf den Geschöpflichkeitsaspekt, sondern auf die Tatsache, dass vor Christus in der Rechtfertigung kein Unterschied der Person da ist. Ich darf noch mal kurz zusammenfassen. Mann und Frau ungleich im Zeitpunkt ihrer Entstehung, das ist geschenkt, aber gleich im Bilde Gottes, ungleich im Geschlecht, in ihrer Geschöpflichkeit, gleich in der Verdorbenheit und gleich in der Rechtfertigung. Und Gott legt eben auch im nächsten Schritt dann die grundlegendste Beziehung zwischen Mann und Frau dar, die wichtigste Beziehung und die einzige Beziehung, die es zwischen Mann und Frau auf dieser Ebene gibt. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Also ein Neugründungsaspekt. Elternschaft wird nicht aufgelöst, die Elternschaft wird abgelöst durch den Ehebund, den wichtigsten Bund, der auch nicht wieder durch neue Elternschaft einen zweiten Platz einnehmen soll. Eine Frau, ein Mann, jeweils einer von beiden, und eine Frau und ein Mann, jeweils einer von dem Geschlecht.
Tatsachen, die wir aber leider heute betonen müssen. Und ihre Einheit vor der Welt, ein Fleisch vor der Welt zu sein. Auch das ist hier festgelegt. Und Gott hat auch in dieser Tatsache eine Hierarchie eingesetzt. Nämlich, nochmal noch nicht hingucken, nämlich, dass ganz oben Gott steht. Er hat den Mann gemacht. Er spricht mit dem Mann. Der Mann ist der Ansprechpartner. Beim Sündenfall geht Gott als erstes zum Mann und sagt, hier, was hast du hier gemacht? Dann die Frau, die Gehilfin, die dem Mann praktisch unterstützen soll, nicht als Sklavin. Und beide sollen dann über die Erde herrschen. Und ganz kurz nur, aber im Sündenfall ist diese Schöpfungsordnung schon das erste Mal umgedreht worden. Hier kommt also ein Geschöpf, die Schlange, verführt die Frau, die eigentlich über das Geschöpf herrschen soll. Die Frau verführt den Mann, dem sie eigentlich untertan sein soll. Und der Mann, der macht das alles mit, um am Ende so zu sein wie Gott. Und Gott schiebt den dem Riegel vor. Und diesen letzten Vers, den wir dort gelesen haben, ein Mann, dass er seine Frau verlassen wird, der wird ja mehrmals im Neuen Testament aufgehoben. Und im Neuen Testament gibt es auch jemanden, und das wissen wir, das ist Christus, der diese gebrochene Verbindung, die durch den Sündenfall entstanden ist, wiederhergestellt hat. 1. Korinther 11. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. So ist die Hierarchie, die hier dargestellt wird. Und Gott gibt einfach, einmal weiter bitte, regelt einfach auch die Beziehung von Mann und Frau in der im Neuen Testament nochmal genauer. Beispielhaft ist hier zum Beispiel zu erwähnen, einmal weiter bitte, genau, der Mann, der seine Frau hingebungsvoll lieben soll, die Frau, die sich ihrem Mann unterordnen soll. Und beide sollen gegeneinander zugeneigt sein. Das ist natürlich klar und es wird aber auch Gründe haben, warum Gott genau diese Attribute ins Neue Testament hat schreiben lassen. Jetzt könnte man sagen, Markus, das ist alles sehr schön, ein wunderbarer weltlicher Bund, das ist was ganz Tolles. Aber ich möchte nochmal unser Augenmerk auf Epheser 5 richten. Und das ist ein wunderbarer Abschnitt. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Eben besagter Vers. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau, so wie sich selbst, die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Die Ehe ist also viel mehr als ein weltlicher Bund. Sie ist ein Abbild einer göttlichen, einer himmlischen Tatsache, eines heiligen Bundes zwischen Christus und seiner Gemeinde. Eine Gemeinde, die er erkauft hat, eine Jungfrau, die er erkauft hat durch sein Blut und die irgendwann auch mal zum Hochzeitsmahl einberufen wird. Ein wunderbares Geheimnis, das Gott eben damals schon in der Schöpfungsordnung festgelegt hat, wovon Gemeinde noch gar keine Rede gewesen ist. Im Übrigen begründet das auch die Tatsache, wie Gott über Scheidung denkt, also im Grundsatz über Scheidung denkt. Jesus Christus scheidet sich nicht von seiner Gemeinde. Genauso wenig soll der Mann sich von seiner Frau scheiden oder umgekehrt. Und noch etwas Wichtiges, wenn Gott es schenkt, dürfen dieser Verbindung von Mann und Frau auch Kinder erwachsen. Einmal weiter bitte. Und wir sehen, dass diese Terminologie der Kinder ganz oft in der Bibel vorkommt, nämlich wie seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Ja, in Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Ist mal Jahreslosung gewesen, ist viel Schindluder mit diesem Vers getrieben worden. Das ist nämlich ein Vergleich. Gottes Wesen entspricht nämlich eher dem hier. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Also die Vatereigenschaft. Und wir sind alle Söhne durch den Glauben in Christus Jesus. Tatsachen, die uns also zeigen, dass Gott diese Ordnungen nach Vorbildern geschaffen hat, die für etwas Höheres stehen. Damals in der Schöpfungsordnung hat er diese schon festgelegt. Das heißt für uns, das Ausleben dieser Schöpfungsordnung ehrt Gott. Das Ausleben dieser Schöpfungsordnung verherrlicht unseren Herrn. Und sie ist auch Gottes Wesen entsprechend gut. Die Schöpfungsordnung ist gut und sie ist das beste Modell, und jetzt kurzer Einschub, neben der Ledigkeit, nicht in der Einsamkeit,
die für das menschliche Zusammenleben gegeben worden ist. Und diese Tatsache spiegelt sich meiner Meinung nach auch darin wider, dass Menschen, die den Ehebund ganz bewusst eingehen, so wie ihn Gott gestiftet hat, auch wenn sie nicht Christen sind, einen gewissen Segen davon erfahren und auch Kulturen, die das in ihre Leitkultur so übernehmen. Ganz kurz zum Schluss. Was können wir jetzt also tun? Ja, also, ich habe es gerade gesagt, wir müssen diese Ordnungen vorleben, wir sollen diese Ordnungen immer vor uns vor Augen stellen, wir sollen Menschen, die da betroffen sind und die wirklich Hilfe suchen, helfen. Ja? Auch wenn das vielleicht bald durch eine einschlägige Gesetzesänderung uns erschwert wird, dann sollen wir den Menschen trotzdem helfen, nicht in irgendeiner therapeutischen Art und Weise, aber einfach mit Gottes Wort und der Seelsorge und vielleicht finden sie neben ihren körperlichen und geistigen Problemen einfach noch den Herrn, also das größere und das bessere Teil. Sollen uns zur Mission anstreben, sollen uns aber auch dazu anleiten, vielleicht einfach mal mit Verantwortlichen ins Gespräch zu kommen, einfach mal die Perspektive, die wir heute erarbeitet haben, aufzuzeigen, mit Menschen, die betroffen sind, ins Gespräch zu kommen. Und ich denke, der wichtigste Punkt ist das Gebet. Was wir jetzt gerade in der Gebetsstunde gemacht haben, das ist das Allerwichtigste, denn Gott lässt sich gar nichts nehmen. Es muss erbeten sein und das ist einfach eine Tatsache. Da dürfen wir so froh sein, dass wir diese ganzen Anliegen und so schlimm, wie die jetzt auch gewesen sein mögen, vor den himmlischen Thron bringen können. Und zum Abschluss ein Gedicht von Reinhold Schneider, ist auch nur ein kurzes, keine Angst. Allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert ob unseren Häuptern aufzuhalten und diese Welt den richtenden Gewalten durch ein geheiligt Leben abzuringen. Denn Täter werden nie den Himmel zwingen, was sie vereinen, wird sich wieder spalten. Was sie erneuern, über Nacht veralten und was sie stiften, Not und Unheil bringen. Jetzt ist die Zeit, dass sich das Heil verbirgt und Menschenhochmut auf dem Markte feiert, indes im Dom die Beter sich verhüllen, bis Gott aus unseren Opfern Segen wirkt und in den Tiefen, die kein Aug entschleiert, die trockenen Brunnen sich mit Leben füllen. Wollen wir nochmal miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du der Herrscher bist und dass du diese Schöpfungsordnung gegeben hast als eine gute Struktur für unser Leben, aber auch als eine wunderbare Tatsache, die für uns Realität geworden ist, Herr. Dass du uns erkauft hast als Gemeinde durch dein teures Blut. Und wir danken dir dafür, dass du alles in der Hand hast und über allem stehst, auch über diesen Dingen, die wir wirklich als böse erkennen müssen, Herr. Und wir bitten dich für unsere Politiker, schenke die rechten Entscheidungen und verhindere Dinge, die dich nicht ehren, Herr. Und mach uns stark und treu in Gemeinden, damit wir diese Schöpfungsordnung ausleben können und damit noch Menschen zu dir finden können. Amen. Ja, ganz vielen Dank für die zwei Vorträge.